So, und wir gehen in den Keller oder wir gucken mal in unseren alten Schränken und Schubladen. Vielleicht haben Sie da auch noch ein altes Sparbuch von früher liegen. Das kommt gar nicht so selten vor, war auch bei unseren Zuschauern Luise und Friedrich Lammermann aus Mettmann der Fall. Und die wollen dieses alte Sparbuch jetzt endlich mal auflösen, war nämlich ein paar tausend Euro drauf. Aber das Ganze ist gar nicht so einfach, wie Sie vielleicht denken. Das waren noch Zeiten, Weltspartag. Einmal im Jahr ging's zur Sparkasse. Die Kleinsten opferten überglücklich ihr gesammeltes Taschengeld und wurden stolze Besitzer eines Sparbuchs. Als Beginn einer jahrzehntelangen Freundschaft. Doch das Sparmodell ist lange Geschichte. Dank ständig fallender Zinsen wurde das früher so geliebte Sparbuch über gut 10 Jahre zum Auslaufmodell. Und dank der Inflation ist es nur noch ein Verlustgeschäft. Dennoch. Millionen Sparbücher schlummern bundesweit noch in den Schubladen. Geschätzt zwar nur noch 36% früherer Zeiten, aber immer noch milliardenschwer. Auch Luise Lammermann und ihr Mann Friedrich waren 40 Jahre lang treue Sparbuchkunden bei der Postbank. Zu ihrem wohl letzten Umzug brauchten sie das Geld, wollten ihr Sparbuch auflösen und kündigen. Ein halbes Jahr ist das jetzt her. Dann haben wir gesagt, jetzt heben wir das Sparbuch auf und lassen uns das Geld auszahlen, dass wir Geld zur Verfügung haben. Denn vom Gehalt, also von den Gehältern oder von den Renten alleine, hätten wir das nicht alles bewältigen können. Doch seitdem warten die 99-Jährige und ihr 86-jähriger Ehemann vergeblich auf ihr Geld. Immerhin 8.000 Euro, die die Postbank einfach nicht auszahlt. Ich weiß es nicht, wie ich mal so ausdrücken soll. Nicht? Das ist unverschämt, sowas, ja. Also kümmerte sich Friedrich Lammermann Junior, aber auch seine Beschwerden liefen ins Leere. Mehrmals gab es die Versuche, mit der Postbank in Verbindung zu kommen, indem man angerufen hat, man hat E-Mails geschrieben, man hat Einschreiben geschickt. Man hatte das Gefühl, es prallt alles irgendwo ab, es passiert gar nichts, als wenn man ignoriert wird. Wir hatten das Gefühl, die eine Hand weiß nicht, was die andere gemacht hat. Was also tun, wenn die Bank auf dem Geld sitzen bleibt? Wir fragen nach beim Finanzrechtsexperten Guido Lené. Er weiß, in Zeiten digitaler Konten ist ein Sparbuch für Banken nur noch ein lästiges Überbleibsel vergangener Zeiten. Bei uns in der Kanzlei kommt es schon immer wieder mal vor, dass Menschen Schwierigkeiten haben, an ihr Geld zu kommen, die Sparbücher aufzulösen. Üblicherweise hat man ja eine Kündigungsfrist hier von 3 Monaten. Dann kommt man an sein ganzes Geld. Wenn man schneller ans Geld muss, muss man wissen, 2.000 Euro monatlich sind eigentlich kein Problem. Wenn es mehr sein soll, muss man dafür oft Vorschusszinsen bezahlen und dann kommt man zumindest teilweise an sein Geld. Wer also schneller ans Ersparte will, den bittet die Bank auch noch zur Kasse. Anders bei den Lammermanns. Bei der Kündigung hatte die Postbank ihr Sparbuch direkt einbehalten. So kam sie dann überhaupt nicht mehr ans Geld. Das aber muss man sich nicht gefallen lassen. Die Bundesbehörde für Finanzdienstleistungen, kurz BaFin, ist hier der richtige Ansprechpartner bei Problemen. Die klopft den Banken dann in solchen Fällen auf die Finger. Wir aber wenden uns direkt an die Postbankzentrale. Dort bittet man um Verständnis. Zum Zeitpunkt der Kündigung hätte man unter anderem: mit kurzfristigen Personalausfällen, insbesondere durch Infektionen mit dem Coronavirus, zu kämpfen. Die Begründung lässt der Leverkusener Fachanwalt Guido Lené allerdings nicht gelten und rät: Wenn ich selbst schriftlich gekündigt habe und die Bank reagiert gar nicht, dann schadet es nicht, der Bank eine Frist zu setzen, nochmal die Bank anzuschreiben. Innerhalb von 14 Tagen soll die Bank dann reagieren und mitteilen, wann komme ich denn an mein Geld ran, wann endet dieser Sparvertrag. Wenn ich dann immer noch nicht ans Ziel komme, dann bieten viele Banken auch die Möglichkeit, sogenannte Beschwerdestellen einzuschalten, Ombudsleute. Und das ist eine kostenlose Möglichkeit, sich nochmal zu beschweren und Druck auf die Bank auszuüben. Beschwerdestelle für alle privaten Geldinstitute wie die Postbank ist hier der Bundesverband Deutscher Banken. Die Ombudsleute, meist sind es ehemalige Richter, vermitteln dann als neutrale Schlichter. Auch Friedrich Lammermann hatte sich für seine Eltern an diese Ombudsstelle gewandt. Denn neben all dem Ärger setzte die Postbank auch noch einen dicken Patzer obendrauf. Man hat gesagt, in der Sterbesache Lammermann, bitte übersenden Sie uns die Sterbeurkunden, dann können wir erst weiter uns um den Fall kümmern. Und das war, hat ja den, fast den Boden ausgeschlagen. Also das ist ja unglaublich. Beim Bundesverband Deutscher Banken in Berlin will man sich dazu uns gegenüber dann auch lieber nicht äußern. Die Postbank aber reagiert schleunigst, nachdem wir uns eingeschaltet haben.
Das Sparbuch der Familie Lammermann wird heute aufgelöst. Das Guthaben ist morgen dem gewünschten Konto gutgeschrieben. Als Entschädigung für die lange Wartezeit und die Unannehmlichkeiten schreiben wir Familie Lammermann 100 Euro auf das gleiche Kontogut. Und weiter heißt es: Wir möchten uns in aller Form bei Herrn und Frau Lammermann dafür entschuldigen, dass sie so lange auf die Gutschrift warten mussten und nicht den Kundenservice erfahren haben, den sie erwarten dürfen. Die Aufforderung an den Sohn der Lammermanns, die Sterbeurkunde einzuschicken, war ein menschliches Versehen, das wir zutiefst bedauern. Kundenservice ist eben angesichts des andauernden Personalabbaus bei Banken mittlerweile ein ganz eigenes Problem. Dabei wäre der besonders wichtig, wenn es bei alten Sparbüchern um die nachträgliche Berechnung der Zinsen geht. Immer wenn ich ein Sparbuch auflöse, dann kann es sich lohnen, nochmal genau nachzurechnen, wie viel Zinsen sollte ich eigentlich bekommen und wie viel habe ich tatsächlich bekommen. Da gibt es nicht selten Differenzen. In vielen Sparverträgen kann das zu Ärger führen. Und es lohnt sich hinzugucken. Oft sind da erhebliche Nachzahlungen möglich. Und auch wenn Luise und Friedrich Lammermann am Ende ihr Geld bekommen haben, der Frust über die Postbank aber bleibt. Wir waren enttäuscht und würden auch, wenn unsere Enkel, auch unsere Urenkel, also ein Postbuch anlegen würden, da die Eltern für sie, ich würde sagen, macht es besser nicht. Weltspartag, so ändern sich die Zeiten. Im Zeitalter von Online-Banking ist das altgeliebte Sparbuch bald wohl nur noch Anlass für nostalgische Gefühle.